Herzlich willkommen zu einem neuen Kundalini-Yoga-Video, in dem wir gemeinsam die Surya-Kriya praktizieren. Surya steht für Sonne und Kriya für die innere Energie, der innere Energieprozess. Und die Surya-Kriya, die aktiviert ganz besonders die Sonnenenergie im Körper, also die Energie, die für den Wärmehaushalt, für die Aktivität generell im Körper, die Energie, die wir den ganzen Tag zur Verfügung haben. Und generell einfach für Motivation, für Ausdauer, für Zuversicht im Leben steht. Und die Kriya hat ungefähr eine Länge von ca. 30 Minuten, also eine nicht allzu lange Kriya. Und man kann sie wunderbar am Morgen machen, um wirklich Energie für den Tag zu bekommen. Und ihr braucht dafür nicht mehr als bequeme Klamotten, eine Yogamatte. Und dann können wir beginnen. Finde für die Kriya einen aufrechten Sitz und wir beginnen erstmal damit, indem wir mit unserem Anfangsmantra dreimal Om Namo Gurudev Namo beginnen und finde hier einen aufrechten Sitz. Richte dich in der Wirbelsäule gut auf, kannst einmal einatmen, die Schultern über vorne hoch zu den Ohren nehmen und ausatmen, über hinten ablegen. Dann gib die Hände vor deinem Herzen zusammen, die Daumen berühren leicht das Brustbein. Gib so ganz leicht Druck auf deine Handflächen. Und dann schließe hier die Augen. Und verbinde dich hier zuallererst einmal mit deinem Atem, indem du ganz bewusst tief ein- und wieder ausatmest. Nimm wahr, wie sich beim Einatmen deine Bauchdecke anhebt und beim Ausatmen sich der Bauch langsam wieder nach innen zieht. Dann atme ganz bewusst tief durch die Nase ein und wieder aus. Wieder tief einatmen und ausatmen. Und dann atme zur Vorbereitung für dreimal Om Namo Gurudev Namo ein. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atme tief durch die Nase ein, halte den Atem. Zieh Beckenboden, Mullband weit nach oben, halte. Stell dir vor, du schiebst die Energie deiner Wirbelsäule entlang nach oben Richtung Kopf. Und dann ausatmen, lösen, entspannen, Hände lösen, auf deine Knie geben und kurz nachspüren. Und dann beginnen wir auch schon mit der ersten Übung der Kriya, der Übungsreihe. Wir bleiben hier in der einfachen Haltung. Bleib in der Wirbelsäule weiterhin gut aufgerichtet, im Schneidersitz. Und die rechte Hand gibst du jetzt ins Gyan Mudra, das heißt Daumen und Zeigefinger berühren sich. Achte darauf, dass der rechte Arm so gut es geht gestreckt ist und leg den Handrücken gerne auf dein Knie ab. Und dann halte das linke Nasenloch mit dem linken Daumen zu, die anderen Finger zeigen nach oben, die sind nach oben ausgestreckt. Und dann lass deine Augen hier gerne geschlossen und beginne mit einem langen und tiefen und sehr kraftvollen Atem durch das rechte Nasenloch. Also ein langer, tiefer, kraftvoller Atem. Und die Aufmerksamkeit ist hier ganz bewusst auf dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen und auf deiner Atmung. Und lass die Augen, wie gesagt, hier gerne geschlossen, um ganz bewusst den Fokus im Inneren zu haben und nicht im Äußeren. Und das rechte Nasenloch, das aktiviert ja die Sonnenenergie. Also steht für Klarheit, für Fokus. Und sowieso die rechte Körperseite, die steht für die Sonnenenergie. Und die linke Seite, die steht für die Mondenergie, also für Entspannung. Und wir wollen hier ja wirklich ganz bewusst die Energie ins Fließen bringen
und auch hier wirklich aktivieren. Fahr hier mit deinem tiefen, kraftvollen, gleichmäßigen Atem fort. Und du atmest tief durch die Nase ein, dein Brustkorb, deine Bauchdecke heben sich und ein tiefer, kraftvoller Ausatem. Und bleib in deiner Wirbelsäule die ganze Zeit über gut aufgerichtet. Halt mit deiner rechten Hand die Haltung weiterhin im Gyan Mudra und konzentriere dich auf deinen tiefen, kraftvollen Atem durch dein rechtes Nasenloch. Die Übung aktiviert dir so richtig schön die Sonnenenergie und fördert das Konzentrationsvermögen. Dann nimm hier noch einen tiefen Atemzug. Und dann gib deine linke Hand wieder nach unten. Atme jetzt durch beide Nasenlöcher tief durch die Nase ein. Halte den Atem. Halten. Zieh Mullband, Beckenboden weit nach oben. Stell dir auch hier wieder vor, du schiebst die Energie der Wirbelsäule entlang nach oben. Und dann ausatmen, entspannen. Dann machen wir von hier direkt mit der nächsten Übung weiter. Komm von hier in den Fersensitz. Wir machen hier mit der Satkriya weiter und hebe jetzt die Arme gestreckt über die Seite nach oben, senkrecht über den Kopf und die Handflächen liegen aufeinander. Und bei Frauen liegt der linke Daumen jetzt über dem rechten Daumen, bei Männern genau andersrum, da der rechte Daumen über den linken Daumen. Und die Satkriya ist so, dass wir das Mantra Sat Nam chanten und bei Sat ziehst du den Bauch, den Nabel nach innen und Nam entspannen. Sat, Bauchnabel nach innen ziehen, Nam entspannen. Auch hier bleiben die Augen geschlossen. Und bei deinen Händen zeigen jetzt noch die beiden Zeigefinger nach oben, die anderen Finger sind ineinander verschlossen. Und wir beginnen hier gemeinsam. Atme ganz tief durch die Nase ein. Und wieder aus. Und dann atme ein, um zu beginnen. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Finde hier deinen Rhythmus. Bei Sat zieht der Nabel nach innen. Nam entspann. Sat Nam. Und lass dich hier wirklich an deinen beiden Zeigefingern, die nach oben zeigen, die beiden Jupiterfinger, die ziehen hier richtig schön nach oben. Und die Schultern bleiben weiterhin ganz entspannt weg von den Ohren. Deine Augen bleiben die ganze Zeit über geschlossen. Fokus auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Konzentriere dich hier ganz bewusst auf das Mantra Sat Nam. Und mit der Satkriya, mit dieser alleinstehenden Übung, mit der bringen wir praktisch die ganze Energie, die Kundalini-Energie, das ist eine Art schlangenförmige Energie, entlang der Wirbelsäule hinauf und das trägt auch insgesamt zur Beweglichkeit vom Körper bei. Halt den Fokus weiterhin bei deinem Mantra. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Arme bleiben weiterhin gestreckt oben, Schultern bleiben entspannt. Und
auch wenn du das Gefühl hast, dass deine Arme irgendwann schwer werden, lass sie weiterhin oben. Nur weil irgendwann etwas schwer im Leben wird, heißt es noch lange nicht, dass man aufgibt. Behalte die Arme weiterhin schön gestreckt oben. Hast es gleich geschafft. Und dann atme tief durch die Nase ein. Halte den Atem, ziehe auch hier Mullband, Beckenboden weit nach oben, halte den Atem, ziehe den Bauchnabel nach innen und ausatmen, entspannen und gib die Hände hier nach unten auf deine Oberschenkel, leg sie kurz ab, die Augen bleiben geschlossen und spür hier kurz nach. Und dann machen wir noch eine zweite Runde von der Satkriya. Das heißt, mit der nächsten Einatmung bringst du die Arme wieder gestreckt nach oben, dass nur noch die beiden Zeigefinger nach oben zeigen. Bei den Frauen linker Daumen über rechten Daumen, bei Männern genau andersherum. Und dann streck dich hier richtig schön nach oben, richtig in der Wirbelsäule auf. Atme tief durch die Nase ein und wieder aus. Und dann ein zu Beginn. Sat Nam. Sat Nam. Sat, Nam. Bei Sat ziehst du den Nabel nach innen, Nam entspannst du. Sat, Nam. Wir aktivieren hier alle sieben Chakren. Die Satkriya ist wirklich für alle sieben Chakren gedacht, die zu aktivieren. Die Wirbelsäule zu aktivieren, generell die gesamte Energie der Wirbelsäule entlang. Und behalte den Fokus weiterhin auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Arme bleiben schön gestreckt, lass dir einen Zeigefinger nach oben ziehen, aber die Schultern bleiben weg von den Ohren. Und wiederhole immer wieder das Mantra Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Fahr in deinem Tempo fort. Behalte den Fokus weiterhin bei dem Mantra, bei deinem Atem. Auch wenn die Arme irgendwann schwer werden, mach weiter. Und trainier deinen Körper und deinen Geist wirklich an Stärke zu gewinnen. Hast es gleich geschafft. Noch einen kurzen Moment. Halt weiter in die Streckung in deinem Oberkörper, in deinen Armen, lass dich an den Fingerspitzen nach oben ziehen. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Und dann mit der nächsten Einatmung zieh dich weit nach oben, halte den Atem. Zieh Mullband, Beckenboden weit nach oben, halte. Halte. Schieb die Energie deiner Wirbelsäule entlang nach oben. Und dann ausatmen, entspannen. Gib die Hände ganz langsam nach unten und spür auch hier kurz nach. Dann machen wir hier direkt weiter und kommen in die einfache Haltung, in den Schneidersitz. Und gib jetzt deine Hände an deine Schienbeine, also beide Hände an die Schienbeine. Und wenn du einatmest, drückst du die Wirbelsäule nach vorne in ein Hohlkreuz, hebst deinen Brustkorb und beim Ausatmen drückst du die Wirbelsäule weit nach hinten Katzenbuckel. Und so fahren wir jetzt für 108 Wiederholungen fort. Das heißt, beim Einatmen geht die Wirbelsäule nach vorne, Ausatmen nach hinten. Das heißt, Hohlkreuz und Katzenbuckel. Und die Augen sind hier geschlossen. Atme tief durch die Nase ein
und wieder aus. Und dann atme ein, um zu beginnen. Und auch hier behalte den Punkt wieder auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, also den Fokus. Und zähl innerlich mit, dass du auf die 108 Wiederholungen kommst. Also einmal nach vorne mit dem Oberkörper und nach hinten ist eine Wiederholung. 108 ist hier die magische Zahl. Die Übung, die massiert die inneren Organe und hilft dir gleichzeitig auch dabei, dass die Wirbelsäule flexibel bleibt, dass die Energie der Wirbelsäule auch aktiviert wird. Und fahr hier mit einem kraftvollen, wirklich kräftigen Atem fort. Wenn der Oberkörper nach vorne geht, dann atmest du ein. Und wenn der Oberkörper nach hinten geht, dann atmest du aus. Und konzentriere dich auf Sat Nam, auf deine Wiederholungszahl und auf den Atem. Der Kopf bleibt hier relativ ruhig. Also achte darauf, dass du den Kopf nicht nach vorne und hinten wirfst, sondern dass er ganz zentriert, ruhig, ausgerichtet bleibt. Und ein kräftiger, dynamischer Atem. Fahr in deinem Tempo fort. Und denk immer wieder daran, mit der Kriya wollen wir die Sonnenenergie im Körper aktivieren. Das heißt, du kannst dir auch wirklich dir vorstellen, wie innerlich deine Sonne anfängt zu scheinen, wie so richtig anfängt zu strahlen, wie du die ganze Energie, die in dir ist, aktivierst. Und wenn du dann die 108 Wiederholungen geschafft hast, dann atme tief durch die Nase ein. Halt den Atem wieder, richte dich in der Wirbelsäule gut auf. Zimulband, Beckenboden wieder weit nach oben halten und dann ausatmen, entspannen, nachspüren. Und von hier machen wir weiter mit den Fröschen, mit der Froschposition. Das heißt, du kommst von hier auf deine Füße, geh in die Hocke, setze die Zehen auf den Boden ab und die Fersen, die sind jetzt in der Luft und berühren sich beide. Die Finger sind vor dir auf dem Boden, zwischen den Knien und der Kopf ist gerade. Wenn du einatmest, streckst du die Beine jetzt weit nach oben und hebst dein Gesäß nach oben an. Und beim Ausatmen senkst du dein Gesäß langsam wieder nach unten. Die Fersen bleiben die ganze Zeit beieinander. Und wenn du einatmest, gehst du nach oben, beim Ausatmen nach unten. Auch hier, wir beginnen zusammen, atme tief durch die Nase ein. Und aus und beim Einatmen beginne. 26 Wiederholungen. Konzentriere dich hier auf den kräftigen Atem. Dein kräftiger Atem, der trägt dich durch diese Übung durch. Atme ein, wenn dein Becken oben ist und atme aus, wenn dein Becken wieder unten ist und die Fersen bleiben die ganze Zeit beieinander. Kräftiger, dynamischer Atem. Und auch hier, wenn du die 26 geschafft hast, dann atme tief durch die Nase ein. Lass die Beine gestreckt, dein Gesäß ist oben, der Kopf ist unten, halte den Atem. Halte und dann ausatmen, lösen und komm von hier direkt in die nächste Position, in den Fersensitz zurück. Und in der Übung atmen wir ein und der Kopf dreht zur linken Seite und beim Ausatmen dreht der Kopf zur rechten Seite. Deine Hände liegen vor dir auf deinen Oberschenkeln ganz entspannt. Einatmen, du drehst den Kopf nach links, wiederholst innerlich das Mantra Sat und ausatmen Nam.
fahr hier in deinem Tempo fort. Einatmen, Kopf dreht nach links, Sat. Ausatmen, Nam. Wir aktivieren und öffnen hier das Halschakra. Das Halschakra ist das fünfte Chakra, hat seinen Sitz im Bereich des Kehlkopfs, der Halsregion. Und das regt hier die Übung, die gesamte Blutzirkulation von deinem Körper an, von deinem Kopf an und wirkt sich eben sehr positiv auf die Schilddrüse, auf die Nebenschilddrüse, auch auf die ganzen Nebennieren auch an, also alles, was damit verbunden ist. Und fahr auch hier mit einem ganz intensiven, kräftigen Atem fort. Das heißt, einatmen, Kopf dreht nach links, ausatmen, Kopf dreht nach rechts. Und konzentriere dich hier ganz bewusst auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, der Punkt, der für Intuition steht, für Fokus, für Konzentration. Und die Wirbelsäule ist gut aufgerichtet, aber dein Schulter- und Nackenbereich ist ganz entspannt. Wiederhole für dich immer wieder das Mantra Sat Nam. Während du den Kopf nach links und rechts drehst, kannst du dir dabei richtig vorstellen, wie dein fünftes Chakra, dein Halschakra aktiviert wird. Und das Halschakra steht auch dafür, die Wahrheit im Leben zu sprechen, die eigene Identität zu zeigen, sich so zu zeigen, wie man auch wirklich ist. Sich selbst auszudrücken, die richtigen Worte zu finden. Und stell hier diese tiefe Verbindung zu dir selbst, zu deiner eigenen Wahrheit, zu deiner eigenen Identität her. Dann nimm hier noch ein paar tiefe Atemzüge, verbunden mit dem Mantra Sat Nam. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann behalt den Kopf ganz mittig. Atme ein, zieh die Energie wieder der Wirbelsäule entlang nach oben, halte den Atem. Auch hier Mullband, Beckenboden sind angespannt, sind nach oben gezogen. Und dann ausatmen, entspannen. Dann komm von hier in den Schneidersitz, in den einfachen Sitz und lege für die nächste Übung deine Hände auf deine Schultern. Die Finger zeigen nach vorne und die Daumen zeigen nach hinten. Und Oberarm und Ellenbogen sind jetzt parallel zum Boden, also auf einer Ebene, auf der Höhe von deinen Schultern. Und wenn du einatmest, beugst du den Oberkörper jetzt nach links, also biegst dich nach links. Und beim Ausatmen biegst du deinen Oberkörper nach rechts. Und auch hier atme ganz bewusst tief ein oder aus, heißt einatmen zur linken Seite, ausatmen zur rechten Seite. Wir beginnen gemeinsam, atme tief durch die Nase ein und wieder aus und dann atme ein, um zu beginnen. Augen bleiben auch hier geschlossen und konzentriere dich wieder auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Auch die Bewegung kannst du ganz wunderbar mit dem Mantra Sat Nam verbinden. Sat Nam bedeutet übersetzt auch die Wahrheit ist mein Name. Das ist so ein ganz elementares Mantra aus dem Kundalini Yoga, das wir bei den ganzen verschiedenen Übungen innerlich immer wieder mit dem Rhythmus in Einklang wiederholen. Während du dich zur linken und rechten Seite biegst, achte auch hier auf deinen tiefen und gleichmäßigen Atem. Und stell hier so einen richtigen Rhythmus her. Ja, unser ganzes Gehirn, unser Körper, der reagiert auf Rhythmen.
der Übung bewegen wir auch ganz wunderbar unsere Wirbelsäule, verteilen die Energie über den ganzen Körper und vor allem halten wir auch unser magnetisches Feld, also das Feld um uns herum, im Gleichgewicht und kräftigen das auch auf eine positive Art und Weise. Das magnetische Feld ist auch unsere Aura und wir wollen eine starke, leuchtende, helle Aura haben um uns herum. Unser magnetisches Feld. Und stell dir auch hier wieder vor, dass du die Sonnenenergie in dir aktivierst, zum Strahlen bringst. Und mit der nächsten Einatmung kommst du in die Mitte und hältst den Atem. Ziehst Mullband, Beckenboden wieder weit nach oben. Halten, halten und ausatmen, entspannen, loslassen. Und dann folgt jetzt noch eine weitere Übung und zwar eine, in der wir eine Meditationshaltung einnehmen, eine kurze Meditation. Bleib hier in dem einfachen Sitz und richte dich hier gut ein. Auch die Wirbelsäule ist hier wieder gut und gerade aufgerichtet. Und konzentriere dich jetzt hier auf dein drittes Auge, also wieder auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und dann zieh jetzt hier den Nabelpunkt, also deinen Nabel nach innen ein und halte diese Spannung, also Nabelpunkt zieht nach innen. Und dann zieh auch hier gleichzeitig jetzt noch deine Beckenbodenmuskulatur nach oben an. Also kannst dir fast ein bisschen vorstellen, wenn es schwerfällt, als müsstest du auf Toilette und hältst es praktisch mal ein. Ja, so kann man sich das vorstellen, wenn ich sage Beckenboden, Mullband verschließen, nach oben ziehen. Und dann atme hier aber weiterhin gleichmäßig tief ein und wieder aus, durch die Nase. Die Augen bleiben geschlossen und es ist jetzt hier eine wirklich richtige Meditation, bei der wir uns auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, auf das dritte Auge konzentrieren und du den Nabel und Mullband die ganze Zeit eingezogen hältst. Es entsteht hier so eine richtige Spannung, eine Aktivierung des gesamten Unterleibs, deiner Hüfte, Beckenboden. Und atme weiterhin tief ein und aus. Und wiederhole innerlich für dich selbst in Stille des Mantra Sat Nam, dem Fokus auf deinem dritten Auge. Die Meditation, die Übung ist dafür da, dich in eine tiefe, selbstheilende Meditationshaltung eben zu bringen. Und um deinen Körper wirklich Kraft und eine gewisse Konzentrationsfähigkeit zu verleihen. Und fahr hier mit deinem tiefen, gleichmäßigen Atem, der Konzentration auf dem dritten Auge fort. Nabelpunkt und Beckenboden sind weiterhin angehoben und eingezogen. Kannst du dir dabei auch vorstellen, wie du die gesamte aktivierte Sonnenenergie, wie du die jetzt in deinem gesamten Körper verteilst. Du hast selbst die Möglichkeit,
deine eigene Energie zu beeinflussen. Die Energie, die du im Leben auch sein möchtest. Dein Geist und dein Körper sind so viel kraftvoller, als du oft denkst. Verbinde dich hier ganz bewusst mit der Energie von deinem Körper, mit der Sonnenenergie. Mit der Möglichkeit, dich im Leben fokussieren und konzentrieren zu können. Auf das, was du im Leben auch haben und sein möchtest. Dann atme abschließend tief durch die Nase ein, halte den Atem, lass hier nochmal Mullband, Beckenboden weit angezogen, halte und dann ausatmen, entspann und lass jetzt allen Druck, alle Anspannung los, lass die Augen noch kurz geschlossen. Spüre hier die ganze Übungsreihe ganz bewusst nach. Wir sind jetzt am Ende von der Kriya angelangt. Vielleicht nimmst du auch in dem Moment gerade wahr, was die mit deiner inneren Energie gemacht hat. Und dann gib abschließend für ein abschließendes Satnam die Hände vor deinem Herz zusammen. Reib die Handflächen nochmal aneinander, um hier die Energie zu aktivieren. Atme noch einmal tief durch die Nase ein und wieder aus. Und dann atme ein für ein langes Satnam. Satnam. Dann bring die beiden Daumen nach oben zu dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und von hier verneig dich vor deinem Körper, vor der Yoga-Praxis, vor dem Leben, das durch dich hindurch fließt. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe sehr, dass ihr von dieser Sonnenenergie, die wir jetzt hier aktiviert haben, dass ihr davon einiges mit in euren Tag nehmen könnt, dass die Kriya euch Kraft gibt. Und das ist auch eine wunderbare Kriya, die man 40 Tage am Stück machen kann, um das Ganze wirklich so richtig in den Körper zu integrieren. Und im Kundalini-Yoga werden die ganzen Kriyas ja gerne 40 Tage am Stück gemacht. Und ja, probier es einfach mal aus. Lass mich das gerne in den Kommentaren wissen, wie dir die Kriya, das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.